Hallo, ich fange jetzt mal an. Ja, hi. Also ich dachte mir, so einen kleinen Vortrag jetzt für heute, wo keiner sich eingetragen hat, schmeiße ich den spontan ein. Den habe ich vor ein paar Wochen schon gebastelt, so als Neugier. Thema ist EPC Codes. Das EPC steht für European Payment Council. Das sind die Leute hinter dem Thema SEPA-Zahlungen, also die Standards für Geldtransfers und die sichere Übertragung davon definiert haben. Und ein Ding, was dabei mit rausgekommen ist, ist eine Definition, wie QR-Codes aussehen können oder wie sie aussehen, damit man die mit einem Handy, mit einer App, einer Bank-App dann scannen kann, um direkt schon mal eine Reihe von Daten für eine Überweisung zur Hand zu haben. Ich zeige jetzt mal, wie das aussieht. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, was ich mir aus der Wikipedia geklaut habe. Dieser QR-Code, wenn man den einscannen würde, würde man die Überweisungsdaten bekommen, um einen Euro ans Belgische Rote Kreuz zu überweisen. Genau, European Payments Council, genau. Und die sieht man halt auf manchen Überweisungen, auf anderen nicht. Dann gibt es, als ich das Thema irgendwo mal mit jemandem besprochen habe, hat er gemeint, ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, in der Bank-App Rechnungen zu scannen. Paar Tage später habe ich mit der Bank-App eine Rechnung gescannt und die Bank-App hat es überhaupt nicht hinbekommen, weil die Rechnungsdaten zu klein gedruckt waren. Also das Rechnungen scannen, mal ja, mal nein, hier bei den QR-Codes ist halt immer Klarheit, was Sache ist. Der Vorteil ist halt, ja. Meinst du mit Rechnungsscannen den Überweisungsträger? Oder? Genau, also man kann sowohl einen Überweisungsträger in den formatierten Ding scannen, als auch wenn du so eine Rechnung als Brief bekommst. Das habe ich einmal hinbekommen, da war im Footer waren dann die IBAN und alles. Ja, weil das ja gar nicht stand. Das hat er rausbekommen und er hat auch rausgekriegt, was dass die Tabelle da, wo dann drunter die Summe gebildet wird, dass er die Summe nimmt. Also da haben sie schon eine recht gute, wahrscheinlich irgendeine KI-Gedöns, die darauf getriggert ist, solche Muster zu untersuchen. Aber das ist Fire and Forget und da musst du halt auch immer sicher nachschauen, ob er jetzt wirklich das richtig gelesen hat, gerade bei den Kleingedruckten. Beim QR-Code ist halt, ne, auch mit der QR-Codes haben, also es ist übrigens kein Vortrag jetzt über QR-Codes und deren Features, aber QR-Codes können ja eben so Dinger wie Fehlerkorrektur und Fehlererkennung. Also da hast du die Sicherheit, du kannst es scannen und du weißt, was du jetzt eingelesen hast, ist auch das, was du haben willst, da musst du nicht nochmal drüber lesen. Das ist halt besonders geil, wenn du so Sachen hast, wie zum Beispiel die IBAN, die sich ja ewig keiner merken kann, oder du hast bestimmte Referenznummern. Das ist ja bei manchen Überweisungen für Organisationen recht wichtig, dass deine Rechnung sich auf ein bestimmtes Ticket oder einen bestimmten, jetzt bei mir mit Klinik-Sachen, auf eine bestimmte Behandlung bezieht. Und dass du dich da, wenn dich da vertippt, kriegt halt irgendwer von dir seine Behandlung bezahlt. Das ist halt. Das findet man meistens dann in den jeweiligen Banking-Apps als Scan-to-Bank bezeichnet. Und was du da halt wirklich machst, ist, du nimmst halt das Ding und machst dann QR-Scanning auf den QR-Code. Keine Tippfehler drin, das hat mich auch schon ein paar Mal getroffen. Es ist sehr schnell und praktisch, weil alles ausgefüllt wird, außer deine Information von deiner Seite. Ist alles in dem QR-Code drin und die Infos von deiner Seite, die kann deine App ja einfüllen. Also das Einzige, was sie von deiner Seite halt braucht, ist, wer es zahlt, also die Kontoinhaberinformation und die IBAN und die BIC. Bei mir ist es dann zum Beispiel so in der App, ich gehe auf das Konto, was ich da habe, und sagt dann da drin Überweisung machen und Scan to Bank und zu dem Konto weiß meine App ja schon, welche BIC, welche IBAN, welcher Kontoinhaber. Das heißt, es ist wirklich Scan, anschauen, bestätigen, fertig. Sehr einfach und komfortabel. Jetzt ist die Frage, genau, was ist, ja? Eine Frage? Okay. Jetzt ist die Frage, wie macht sie das? Was ist da drin? Da habe ich mal ein bisschen aufgehübscht, was einem so die Wikipedia sagt. Es gibt verschiedene Properties, die hier drin sind und die sind zeilenweise drin. Da komme ich gleich noch zu. Service Tag, la, Version 0.1, das ist die Version von diesem Payment-System, das ist aktuell auf Version 1. Character Set, lass 1 drin, das ist wahrscheinlich ASCII. Das kann aber auch UTF-8 und alles Mögliche. Identification ist die Identifikation, glaube ich, von dem Aussteller oder sowas, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das sind wirklich
interne Details, die ich da jetzt nämlich recherchiert habe im Vorfeld. Was mich mehr begeistert hat, war was anderes, was ihr gleich seht. Aber man sieht auch ansonsten, man hat die BIC, man hat die IBAN und man hat den, man hat auch alle möglichen Information und Reference zur Verfügung. Das heißt, alles, was du brauchst, was auch normalerweise auf eine Rechnung dann die komplizierte Tipperei macht, ist da drin. Und eins ist auch, das Format. Format. Format? Genau, das Format sind diese Zeilen hier. Das ist einfach nur Text mit Zeilenumbrüchen. Also New Line Character Return. Character Return. Hier ist eine Zeile leer, weil die hier an der Stelle bei dieser Beispiel-Invoice ans Belgische Rote Kreuz haben die keine Reference Number angegeben. Also damit, wenn ein Property, deswegen ist auch die Reihenfolge dieser Properties wichtig, wenn ein Property halt fehlt, dann gehört da eine leere Zeile rein. So. Und dann hat mich was angelacht. Char. Character? Nee, Charity. Reason. Und ich habe mir überlegt, Reason, was macht das für einen Sinn, wozu ist das gut? Und also ich sag mal so, in der Wikipedia findet man null über all das, außer halt, dass es diese Properties gibt und das war's. Deswegen habe ich da noch mal ein bisschen nachgeschaut. Das ist jetzt mal ein Screenshot aus einem PDF. Im Anhang sind die Quellen drin. Ihr seht, da habe ich nur ein Stück von E bis I drin. Also man kann die Gasrechnung als GASB bezeichnen, wahrscheinlich für Gas Bill, ne? Fees und so weiter. Für alle möglichen Zwecke, Insurance habe ich hier dann auch, deswegen habe ich das noch bei Insu abgeschnitten, kann man ganz spezifische Zwecke da oder bestimmte Typen angeben. Ich frage mich, was passieren würde, wenn bei der Bank für einen Verein zum Beispiel ein Haufen Zeug eingeht, was dann als Healthcare oder Insurance abgerechnet ist, ob die dann irgendwas damit machen. Der Standard sagt nur, es gibt's, soweit die QR-Codes betrifft. Ich habe nicht den kompletten ISO 22002 oder wie auch immer das ist, immer weiter unten. Den habe ich jetzt nicht durchstudiert, aber auf jeden Fall kann man da Zwecke mal darstellen und das Normale für Charity, also was für Vereine dann relevant wäre, wäre klar. Ich habe auch ein bisschen kurz geschaut, was so unterwegs ist an Libraries. Es gibt in allen möglichen Sachen, die wirklich, also das sind jetzt alles Libraries, die explizit EPC in irgendeiner Form unterstützen. Also die entweder eine Funktion haben mit EPC und dann sind die Properties da als Objekte oder so zum Übergeben. Also das ist jetzt nicht, dass ihr dann mit irgendeiner von denen nur quasi Text in QR schiebt und der Rest ist euch überlassen. Die haben da schon mehr, was explizit den EPC-Code unterstützt. Also es gibt es für alle möglichen Sprachen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum eine Firma, die schon mit Zahlungen arbeitet, nicht auch das Thema EPC mit benutzen sollte, weil... Also das ist nur mal ausschnittsweise. Ich denke mir, wenn man eine andere Sprache noch nennt, gibt es da sicher auch schon was. Und falls nicht explizit dann, wie ich für die Sachen rausgesucht habe, mit für EPC, dann kann man ja direkt einen QR-Code-Generator nehmen. Ich habe jetzt eben schon gezeigt, der EPC-QR-Code ist halt wirklich nur ein Textfall mit Zeilenumbrüchen zwischen den Parametern, die eine festgelegte Reihenfolge haben. Und das sind so Bibliotheken, die es dafür gibt. Und ich glaube, das war es jetzt schon. Ja, das sind die Sources. Also ganz oben ist die am wenigsten hilfreiche Source, die Wikipedia. Die hat weniger, als ich in den Folien hatte. Scan2Pay ist auch noch eins. Ja genau, 20.022 ist der ISO-Standard. Also wer sich mal wirklich umfangreich durch Dokumente, die den gesamten Zahlungsverkehr für SEPA beschreiben, durchwälzen möchte, kann ich die Seite empfehlen. Und hier unten habe ich die beiden Links in dem PDF und in dieser Seite, da habe ich meine Infos gefunden über die Code-Zwecke. Also die Tabelle, wo ich einen Ausschnitt von gezeigt habe, war auch aus dem oberen Link von der Lipo-Vereinsbank. Ja, das ist von meiner Seite.
Habt ihr jetzt noch Fragen? Was ist BTC? Was ist BTC? Eine Seite weiter vorne, das zweite. Ja, genau, deswegen ging ich gerade da. Also BTC Debit 116, was soll man das sagen? Special BTC? Davon habe ich keine Ahnung. Musst du googeln. Also es ist auch so, diese 2022er Norm macht wesentlich mehr als nur die QR-Codes für den EPC-Code zu definieren. Also im Grunde, was der QR-Code abbildet, ist ein Teil der Properties, die du für die Transaction brauchst. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, was deine App dann noch hinzufügt, sind ja dann die Daten vom Überweiser. Du hast ja hier nur die Daten vom Empfänger drin. Mhm. Dieses Paket selber ist nochmal Teil von einem größeren Ding. Also es ist wohl auch so, dass es da so eine Art Routing-mäßige Geschichte gibt, wo du die IP-Provider, nennen die das dann in den Dokumenten, das ist auch immer ein bisschen ein Brainfuck, in dem Fall mein IP-Instant-Payment-Provider. Weil dieses ganze Ding, dass du halt elektronisch zahlen kannst, fährt bei denen in so die Kategorie Instant-Payment. Und ja, frag mich, ob die dann noch IP-Tables haben, aber ja, das ist alles Teil von noch größer und noch größer. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, da fragt am besten jemand, der bei der Bank arbeitet, weil da gebe ich euch nur falsche Auskünfte. Ja, nee, jetzt los. Jetzt spielen wir das nächste Spiel. Da steht was von Reason mit 4 Characters. Was ist, wenn ich jetzt gerne einen Verwendungszweck vorausgefunden habe? Der Verwendungszweck ist Reference of Invoice. Ach, das ist nicht die Invoice-Number, quasi auf die Rechnung gestellt wird, sondern... Ja. Ich glaube, das mit dem Verwendungszweck, das ist ein bisschen eigenartiges deutsches Ding, weil ich ja häufig festgestellt habe, dass die international nicht Verwendungszweck findet, sondern Invoice-Reference. Und bist du so, kommt das jetzt ein Verwendungszweck oder nicht? Das hat mich sehr viel irritiert in letzter Zeit. Deswegen ist ja auch hier an der Stelle bei dem Ding Empty Line, und also weil halt kein Property Wert für das Property Rep Invoice da ist. Ja, sonst sehe ich jetzt keine Fragen. Dann vielen Dank und ja, frohes Futtern.